Hallo VfB-Freunde, ich bin hier vor dem Vereinsheim VfB Stuttgart und ich freue mich auf Maurizio Gaudino. Wir werden über den VfB Stuttgart vieles zu erzählen haben. Jetzt habe ich Gott sei Dank die Gelegenheit, einen absoluten Star des VfB Stuttgarts von damals zu treffen. Maurizio Gaudino. Also Maurizio, was sagst du zu dem Spiel 2:2 gegen 1. FC Köln? Ich war ja live im Stadion, habe das Spiel gesehen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten und auch nach einem unberechtigten Elfmeter sind trotzdem nach dem Einzel der VfB wieder gut ins Spiel gekommen und haben dann mit zwei Toren vom Gentner, der zwei schöne Tore gemacht hat, dann wieder ins Spiel gekommen, hatten auch die Chance im Kakao zum 3:1, haben eigentlich versäumt, das dritte Tor zu machen und sind dann in der Pause, nach der Pause zurückgekommen, sehr nervös gespielt, unverständlicherweise sehr verunsichert. Also die Mannschaft hat eher dann einen verunsicherten Eindruck gemacht. Wie kann es sein, dass der VfB Stuttgart in letzter Zeit wirklich nachweislich immer eine Halbzeit gut spielt und eine Halbzeit nicht so gut? Ich denke, dass es einfach die Mannschaft noch nicht hundertprozentig gefestigt ist, dass einige Spieler verunsichert sind. Gerade jetzt in der Offensive ist ja so, dass es nicht gerade so vor Toren getrotzt wird und dass die Spieler treffen wie am Fließband, sondern es ist eher so, dass es eben negativ ist und das fehlt natürlich das mangelnde Selbstvertrauen. Das hat man am Wochenende auch wieder gesehen, das Tor, was sie bekommen, das 2:2, war eigentlich so, dass VfB im Ballbesitz war mit dem Okazaki, fast Überzahl. Dann wird einfach draufgeschossen, statt rauszuspielen, der 88. Der Ball wird abgewehrt und im Gegenzug bekommen sie das 2:2. Also das ist auch mangelnde Cleverness. Und in so einer Situation, denke ich, ist einfach so, dass ein Spieler versucht, sein Ego durchzusetzen. Wenn ich jetzt ein Tor schieße, dann bin ich vielleicht nächste Woche gesetzt. Wenn natürlich ein Stürmer vorne auf dem spitzen Winkel versucht, das Tor zu machen, aber ich sage es mal schon zwei, drei Mal in dieser Saison in der Vorrunde, der Harnik gut steht, dann muss er der die Kugel bekommen, weißt du nicht auch? Ja, natürlich. Ich meine, es gehört immer ein Gewissen. Bei den Stürmern muss man immer Einsicht haben, dass ein gewissen Egoismus dazugehört. Das ist ja ein Stürmer. Ein Vollblutstürmer macht mal in gewissen Situationen das eine oder andere allein und auf Risiko. Und es ist immer so, das war schon immer so im Fußball, wenn ich aufs Tor schieße und der Ball geht nicht rein, muss ich mit Kritik leben, da muss ich auch umgehen können. Ja. Wenn ich rüberlege und mein Mitspieler schießt am Tor vorbei, dann sagt jeder, wieso hast du nicht den Mut, Selbstvertrauen zu haben, selber reinzumachen. Ja. Also das sind immer zwei deutsche Sachen. Zweischneidiges Schwert, ja. Genau, aber Aussagen trotz allem Fußball. Ist es so, dass im Moment halt mehr auf den Egoismus gesetzt wird, wie auf das Mannschaftsdienliche. Und das gilt halt vielleicht jetzt abzustellen oder dass auch die Spieler untereinander miteinander reden und einfach da einen Konsens finden, um vielleicht die nächsten Spiele, die sie jetzt noch haben, da etwas besser zu gestalten. Haken wir mal das 2:2 ab. Ich meine, die haben es ja allen anderen nachgemacht. Jetzt am letzten Spieltag, es gab, glaube ich, 6 Remis. Ja. Alle haben unentschieden gespielt. Gut, damit ist man immer noch auf Platz 7. Jetzt kommen eigentlich die Bayern. In den Annalen habe ich nachgelesen, vor 20 Jahren hast du im Neckarstadion gegen Bayern München Folgendes gemacht. Kannst du dir mal bitte erzählen? Vor 20 Jahren? Lange her. Aber wenn es gegen Bayern München war, gehe ich mal davon aus, dass du das 1:0 ansprichst, was ich gegen Bayern geschossen habe. Dass ich mit der Brust angenommen habe und mit dem linken Fuß ins lange Eck geschossen habe. Von daher passt es jetzt genau. Und ich hoffe natürlich auch, dass am Wochenende Stuttgart sich da das Herz in die Hand nimmt und dann wirklich als geschlossene Mannschaft gegen Bayern München am Wochenende auch einen Sieg einfährt. Ja, was ist dein Tipp? Also, mein Ergebnis für Sonntag ist 2:1, Stuttgart, Bayern München 2:1 und das sind meine Torschützen. Von der Standard wird Serdar Tasci ein Tor schießen. Ah, ja, super. Ich denke, dass der Julian Schieber das 2:1. Ah, ja. Hey, wenn das so eintrifft, dann wird ein gutes Hoch. Dann glauben wir haben das Spiel gekauft. Dann.